Ich führe euch jetzt die erste Übung vor. Ich werde jede Übung immer erstmal vorführen. Und zwar für eine saubere Ausführung dieser Übung stehst du hüftbreit da, fester auf deinen Fersen und setzt dich nach hinten, als würdest du dich auf einen Stuhl setzen. Schön tief mit dem Po nach hinten gehen. Und wieder hochkommen. Und du wirst merken, wie die Muskeln dich wieder hoch nach oben bringen müssen. Diese einfache Übung werden wir jetzt 60 Sekunden lang ausführen und du machst so viele Wiederholungen, wie du es schaffst. Jetzt geht die Zeit los. Eine Minute, wir gehen tief und hoch. Du musst natürlich nicht so schnell mitmachen, geh in deinem eigenen Tempo hervor. Wiederhole diese einfache Übung jetzt nur für 60 Sekunden und du wirst mit dieser einfachen Übung bei regelmäßiger Ausführung positive Veränderungen spüren, ohne dass du ins Fitnessstudio musst oder irgendwelche komplizierten Übungen oder Gewichte nehmen musst. Eine einfache Übung und viele wissen von euch, dass früher die alten Omas und Opas regelmäßig morgens Kniebeugen gemacht haben. Was glaubst du, warum? Es trainiert deinen gesamten Körper, vor allen Dingen Po und Beine, die du halt jeden Tag brauchst, um dich fortzubewegen. Die letzten 3 Sekunden tief hoch. Na, wie fühlst du dich jetzt nach dieser Übung? Weiter geht's mit der zweiten Übung und zwar eine Liegestütz-Variation. Du kommst in den Vierfüßlerstand, Körper ist ausgestreckt, Popo nicht nach oben strecken, aber auch nicht nach unten hängen lassen. Rücken ist gerade und wir legen uns jetzt erstmal komplett hin. Der gesamte Körper ist abgelegt. Wenn wir jetzt hochkommen, Fußspitzen aufstellen und dann den gesamten Körper hochbringen, Knie Richtung Brust, ablegen. Jetzt drückst du dich wieder komplett hoch. Deine Arme müssen richtig gut mitarbeiten, aber auch dein Bauch. Und diese Übung führen wir jetzt 30 Sekunden aus. Und los geht's. Einfach komplett Körper ablegen, hochkommen, Knie Richtung Brust und wieder runterkommen. Das trainiert deinen gesamten Körper. Der Rücken muss mitarbeiten, Bauch muss mitarbeiten, weil sie stabil bleiben müssen, damit du überhaupt hochkommst. Aber auch die Beine und vor allen Dingen deine Armmuskulatur muss richtig ran. Das machen wir jetzt noch 10 Sekunden. Mach das in deinem Tempo. Mit dieser einfachen Übung straffst du deinen gesamten Körper. Regelmäßig ausführen und du wirst die Veränderungen an deinem Körper sofort sehen. Aber jetzt geben wir noch einen drauf, ein kleiner Bonus. Wir machen noch 10 Mal. Komm, das schaffst du noch 10 Mal einen drauf. Du bekommst auch Applaus. Komm, die letzten 3 noch. Die letzten 3 schaffen wir gemeinsam. Noch 2, komm nach oben. Nicht nachdenken. Körper einfach nach oben drücken. Und du hast diese Übung geschafft. Jetzt überlege, wie fühlst du dich, wenn du diese Übung hinter dich gebracht hast. Jetzt gehen wir weiter mit unserer dritten Übung. Und zwar ist das eine Bergsteigerübung. Du hast erstmal kurze Pause für deine Arme. Aber dann geht es auch weiter. Wir wollen ja diesen Schwabbel da wegbekommen. Wir machen hier nur eine halbe Minute. Sonst wird es einfach zu viel für den Anfang. Und du kletterst den Berg hoch, beziehungsweise stärkst du jetzt diesen Berg hoch. Diese Übung strafft deine Bauchmuskeln, Kalorien werden verbrannt. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann geh kurz auf die Knie und komm wieder nach oben. So, super gut durchgehalten. Jetzt hast du wieder eine kleine Pause und ich zeige dir jetzt die nächste Übung. Und zwar ist das jetzt die vierte Übung, Lunge nach hinten. Ganz einfache Übung. Im rechten Winkel geht jedes Mal ein Bein nach hinten, Knie berühren fast den Boden, Bein wieder nach vorne bringen und dann das andere Bein nach hinten. Mit dieser Übung kräftigst du deine Innenschenkel, Außenschenkel, Po, also deine gesamte Beinmuskulatur und du verbrennst auch Kalorien. Und wir starten jetzt mit der Übung ab jetzt eine Minute deine Lunge-Bewegung nach hinten. Das sind ganz einfache Kniebeugen nach hinten.
die letzten 3 Sekunden noch und dann hast du auch diese vorletzte Übung geschafft. Jetzt geht's weiter zu der 5. Übung und zwar den Hampelmann. Eine, ja, ich denke, die meist unterschätzte Übung, die es überhaupt gibt. Super Übung für deinen gesamten Körper. Wir starten hier und machen 45 Sekunden. Du wirst ganz schön viel Kalorien verbrennen. Das ist die allerletzte Übung, versprochen. Und dann bist du durch mit deinem knackigen Workout. Bei dieser Übung ist es wichtig, dass dein Kopf gerade gehalten wird. Also nicht nach hinten schauen, auch nicht nach unten. Bauch ist fest. Der muss sowieso sich anspannen, um diese gesamte Übung überhaupt ausführen zu können. Bei dieser Übung musst du wissen, dass das beim Militär angewendet wird. Ja, die Soldaten müssen das in ihrem Trainingsprogramm mit reinmachen, diese Jumping Jacks. Warum? Weil sie einfach deinen gesamten Körper straffen, den Rücken, den Po, die Beine, vor allen Dingen der Po-Muskel wird ganz schön gekräftigt und das hilft auch dir, weniger Hüftspeck zu produzieren. Es wird einfach schneller reduziert. Und ja, wir machen jetzt noch die letzten 10 Sekunden. Du bekommst jetzt auch deinen Applaus, weil du so gut durchgehalten hast. Yeah! Das war jetzt mein 4-Minuten-Training, ein kurzes, aber sehr knackiges Workout. Und ich verspreche dir, wenn du dieses Workout regelmäßig in deinen Alltag integrierst, du wirst Ergebnisse sehen, garantiert. Du brauchst dafür kein Fitnessstudio, jeder kann auch zu Hause trainieren. Fang an, mit deinem Körpergewicht zu arbeiten. Anfangs wird es ein wenig schwierig sein, ein paar Übungen kriegst du vielleicht nicht ganz so hin oder du schaffst nicht 60 Sekunden, ist nicht schlimm. Wir sind nicht in der Schule, wo du eine Note 5 oder eine Note 6 bekommst. Du bist zu Hause, alleine, kämpfe dich da durch, fang erstmal an. Und wenn du eine Übung nur 3 Sekunden halten kannst, ist das doch ein Erfolg für den Anfang, weil du etwas machst. Du bist besser als diejenigen, die auf der Couch rumliegen und nichts tun. Deshalb starte und wenn du nur 3 Sekunden hältst, hältst du nur 3 Sekunden und du kämpfst dich immer weiter durch. Genau wie die kleinen Kinder, wenn sie anfangen zu laufen, die geben nicht auf. Sie stehen auf, fallen runter, laufen, fallen wieder runter, bis sie es irgendwann können. Und du schaffst das auch. Egal, ob du alleinerziehend bist, ob du gestresst bist, ob du einen Job hast, ob du 10 Kinder zu Hause hast. Du kannst es schaffen, 4 Minuten in deinen Alltag Zeit zu finden, diese Übungen auszuführen. Mach es regelmäßig und du wirst Erfolge sehen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Erfolg, alles, alles Liebe, einen fitten und starken Körper. Und wenn du mehr Videowünsche hast in Bezug auf Fitness, schreib es mir gerne unten rein, dann wird auf jeden Fall mehr davon kommen. Alles Liebe und bis zum nächsten Video.